Der Stress ist permanent da. Alle sind unter einem dauerhaften Druck. Dadurch erhöht sich die Zahl der Krankmeldungen. Und es werden ja auch keine neuen Stellen besetzt. Eigentlich hast du keine Wahl. Willst du auf die Menschen eingehen, brennst du aus. Wenn du es nicht machst, kühlst du ab. Ich glaube, das Wichtigste bei Brecht ist, glaube ich, der Satz, dass über Unterhaltung nur Inhalt kommen kann. Also Brecht hat es ja in verschiedenen Essays und auch Zitaten so formuliert, wenn ein Stück nicht unterhält, wenn es keinen Spaß macht, braucht man auch keine Inhalte zu bringen. Das heißt, es darf nichts Trockenes, Pro-Seminar-artiges sein, sondern politische Inhalte sollten so vermittelt werden, dass sie Spaß machen. Und wir wollen auch die Zuschauer dazu bringen, selber Entscheidungen zu fällen und ihnen nicht sagen, von oben herab, so ist es und so müsst ihr es machen. Das soll natürlich denkenden und mündigen Bürgerinnen und Bürgern selbst überlassen werden. Insofern ist das Wort Tribunal etwas kampfartig, ist ein ganz schöner Titel, aber es ist kein Tribunal, es ist keine Abrechnung, sondern es ist eigentlich eine faire Gerichtsverhandlung, eine fiktive Gerichtsverhandlung, in der dann beide Seiten gegeneinander gestellt werden und das Publikum zu einer Urteilsfindung kommt. Okay, dann geht auf Anfangsposition bitte. Na, angefangen hat es mit den Interviews. Also Volker und Ulf sind gekommen, haben mich interviewt und das haben sie auch bei den anderen Pflegenden gemacht. Und dann haben sie daraus die Texte entwickelt. Dann haben wir die Texte gekriegt, haben angefangen, erstmal in kleinen Gruppen die zu lesen, vor allem das gemeinsame Sprechen geübt. Die Schichtdienste werden sehr schlecht bezahlt und die Bezahlung an Wochenenden und Feiertagen. Und dann versucht herauszufinden, was ist die beste Position, wo kann man am besten stehen. Volker hat uns hier und dahin geschickt und wir haben dann geguckt, was am besten passt. Es ist eine Technik meiner verschiedenen Teams in den verschiedenen Theatern seit vielen Jahren, mit Experten, sogenannten Expertinnen, Experten aus dem Alltag zu arbeiten. Das heißt, wir befragen soziale Gruppen nach dem, was sie umtreibt, wo sie sich aufhalten, wo sie herkommen, welche Probleme sie haben und geben ihnen im Rahmen von Inszenierungen eine Bühne. Das heißt, wir können damit Theaterstücke verbinden, wir können aber auch Filmdrehbücher nehmen, wir können die Stücke selber schreiben. Also es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten, die einzubauen. Und in dem Fall sind eben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Pflegebereich. Wir haben uns auf den Pflegebereich im Krankenhausbereich konzentriert. Das ist schon so ein umfangreiches Thema, dass es, wenn wir die Altenpflege noch mit reingenommen hätten, den Rahmen gesprengt hätte. Das Krankenhaus haben wir zum Stück auch rausgegriffen, weil es da, also es gibt ja auch das Bündnis Krankenhaus statt Fabrik. Also ich glaube, man kann am Krankenhaus sehr gut zeigen, was es bedeutet, wenn man so eine Institution versucht, wie ein Unternehmen zu führen, also ein gewinnbringendes Unternehmen. Aber man müsste sich eigentlich auch die Altenpflege zum Beispiel angucken, wo das noch krasser eigentlich ist, was für ein riesiger Anteil der Arbeit unbezahlt, überwiegend halt von Angehörigen und Frauen gemacht wird. Und da ist Aufwertung von Pflege auch nochmal ein riesiges Thema. Also das Gesundheitstribunal ist eigentlich auch nur die Spitze des Eisbergs und man kann es am Krankenhaus sehr exemplarisch und schön zeigen. Aber man müsste das eigentlich noch ausweiten. Und deshalb ist es, glaube ich, eher ein Anfang. Und ich glaube, diesen Versuchsaufbau, den das Tribunal macht, den könnte man auf viele andere Konflikte rund um Ökonomisierung auch anwenden. Wir müssen über Leistungen reden, die nachgefragt werden, obwohl sie unnötig sind. Klack, bing! Das heißt, dass wir gelegentlich Operationen ansetzen, die aus medizinischer Perspektive nicht unbedingt notwendig sind. Auch aus wirtschaftlichen Erwägungen. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? Zum Beispiel, um die Operationssäle betriebswirtschaftlich optimal auszulasten. Am besten 24 Stunden lang. Und das ist nicht nur bei Ihnen so. In besagter Umfrage unter 1400 Chefärzten haben 40% der Befragten gesagt, dass auch sie aus Kostengründen unnötige Operationen machen. Ich habe halt sehr viele Freunde, die auch studieren und die fragen mich, wenn ich von meiner Ausbildung erzähle, habe ich teilweise Angst oder habe das unberechtigte Gefühl, mich zu schämen, dass ich eine Ausbildung gemacht habe oder mache hier, weil ich doch Abitur habe und eigentlich auch studieren könnte. Und ich finde, das ist falsch. Also die Arbeit, die wir im Krankenhaus machen und das, was wir tagtäglich sehen und für die Gesellschaft, das verdient so viel Anerkennung, dass man sich eigentlich dafür gar nicht schämen müsste. Das ist auch teilweise im Stück drin, dass man in anderen Ländern in Europa, wenn du erzählst, dass du eine Pflegeausbildung machst, dass du bewundert wirst und dass man die Anerkennung entgegenbringt, dass du so viel für die Gesellschaft tust. Das ist mir wichtig, dass diese gesellschaftliche Anerkennung einfach da ist und uns entgegengebracht wird. Wir brauchen mehr Zeit, um uns um jeden Patienten
kümmern zu können. So, wie wir es auch gelernt und so, wie es die gute Pflege verlangt. Ich finde es schon einzigartig sozusagen, dieses Stück. Und ich habe auch teilweise Gänsehaut gekriegt, als ich das zum ersten Mal durchgelesen oder gesehen habe, weil das wirklich für mich sehr gut sowohl die Für- als auch die Gegenseite auf die Beine stellt. Und in allererster Linie wollen wir ja auch dazu, dass die Leute darüber sprechen und darüber diskutieren, dass sich da was bewegt, dann kann sich auch was verändern. Es ist schwer, andere Pflegekräfte zu mobilisieren, weil der Arbeitsalltag so stressig ist. Du bist danach komplett erschöpft. Vor einem Monat ungefähr haben wir einen Verein gegründet, den Verein Pflegekultur ankurbeln. Und da geht es dann auch darum, dass eben Pflege und Kultur mehr miteinander verbunden wird. Und daraus sind schon schöne Sachen entstanden. Also das Hauptding ist immer noch die Demo, also der Walk of Care, der jedes Jahr stattfindet. Aber es gibt zum Beispiel, gab es einmal so einen Health Slam, der am Poetry Slam orientiert ist, wo es dann aber eben um Erlebnisse aus dem alltäglichen Stationsleben oder irgendwelche anderen Geschichten ging. Jenseits natürlich der Erfahrungen der Pflegerinnen und Pfleger, die mich sehr berührt haben, ist tatsächlich eine immer stärker aufkeimende, wie soll man das sagen, Verärgerung, möchte ich mal sagen, in welcher Weise tatsächlich genau diese Situation der Pflegerinnen und Pfleger in diesem politisch-ökonomischen System angelegt ist. Also tatsächlich sich reinzutauchen in dieses System und dort festzustellen, dass tatsächlich die Ausbeutung der Pflegerinnen und Pfleger kein Unfall ist, der aus Versehen passiert ist, sondern dass er tatsächlich in diesem System abgebildet und zu finden ist. Und das ist, was mich unglaublich aufregt und wovon ich das Gefühl habe, das sollten Menschen auch zur Kenntnis nehmen, wenn sie über das Gesundheitssystem in Zukunft sprechen. Es gibt also in den verschiedensten Industrieländern in der Europäischen Union eben halt solche Beispiele, dass da eine Pflegekraft für 6 bis 8 Patienten eben halt zuständig ist. Das wäre eben halt auch wünschenswert, dass wir das hier haben. Und dass das System auch so aufgebaut ist, dass man sich um den einzelnen Patienten auch entsprechend kümmern kann. Denn das ist wichtig. Wir machen Krankenbeobachtung und diese Krankenbeobachtung ist auch für die Ärzte eben halt sehr hilfreich und notwendig. Das ist ein professioneller Teil in der Aufgabe des Systems und das übernehmen wir zum größten Teil eigentlich. Es sind 36 Betten auf Station und du hast eigentlich immer so 18 Patienten. Für manche Patienten braucht man im Frühdienst mindestens eine Stunde. Und diese Stunde fehlt dann auch anders. Und das ist vielleicht was bei dem Stück auch vermittelt wird, dass es eben Leute gibt, die dafür aufstehen, dass wir viele sind und dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir da kämpfen. Wer pflegt denn eigentlich uns?